Mitarbeiter, du hast keinen Mitarbeiter. Ist mir bewusst. Einstellen. Ja, und für was sind die zum Brau? Wow, geile Bewerbung. Kein Platz im Personalraum, um einen neuen Mitarbeiter einzustellen. Wo ist denn mein Personalraum jetzt? Du bist mir jetzt komplett schön. Wo habe ich einen Personalraum? Das willst du, da schleicht dich vom Hof, Alter. Ich hab Hausrecht, du Arschloch. Schleicht dich! Kein Schwanz braucht dich da! Was für ein Personalraum, Alter? Ich werde nie mehr fertig. That'll do. Yeah, better do. Awesome. Der ist so fröhlich. Ich bin gerade echt traurig. Alter, ich schwöre euch, hätte der Pumpgun einen Sinn, gell? Es wird da kein Kunde lebend den Hof verlassen, ich schwöre. Also Texas Chainsaw Massacre wäre zu mir zu wie eine Kinderbuchgeschichte. Haben wir es jetzt oder was? Darf ich es jetzt wieder? Ja, sehr schön. Also, das frische Handtuch. Passt. Da, die frische Decken. Sehr gut. Bettlaken. Bett wieder zurück um mich. Passt. Alles perfekt. Jetzt kann ich wieder einchecken. Ich will das Bait platzieren. So. Ist das der Einstein? Hast du das gerade in Einstein mit der Pumpgun? Was ist das bitte für ein Auto? Was tut der da? Wieso gafft der das Auto an? Ja, ich komm schon, Puppe. Was darf es denn sein? Einmal schnacksen? Na, danke. Kupferdachel spielt auch mit. Für zwei Personen. Oh, super. Ja, jetzt brauche ich ein Doppelbett. Give me a break. Thank you. Ja, bitte. Fahr weiter. Ich würde nichts sagen, aber dein Schädel schaut beim Dach raus. Naja, so wie der ausschaut, ist das auch schon wurscht. Aber hey, ich mach Geld. Also es steigt, wir können bald die nächste. Super, der ist auch gleich wieder. Oma! Da, Alter! Jetzt kommt der Tanken daher! Alter, ich muss da echt. Es ist einfach zu stressig. Es ist einfach zu stressig. Du verpiss dich wieder, ich danke den nächsten. Und dann muss ich gleich den nächsten Raum vorbereiten. Damit man noch mehr Leute ins Hotel. Das wird ein Zwei-Bettzimmer. Fahr weiter, es gibt kein Benzin! Ich fahr mir gerade auch zum Tanken, wenn nur noch 30 Sekunden sind, dann ist die Hüfte voll und er reißt einfach an. So, hopp hopp da. 19 Liter, bist du deppert, Alter, willst du mir die Zapfsäulen auszuzeln? Ich brauche Boden, wir brauchen Boden, wo ist mein Boden, wo haben wir noch einen Boden? Das ist ein Boden, wir nehmen den Boden. Alter, wir brauchen so viel. Ich muss das alles auch wieder. Es ist zu viel für mich. Es ist einfach zu viel. Kommt Bad House noch auf YouTube? Vielleicht? Oh! Bisschen gut bei der einer da, gell? Fällt noch was. Passt. Verpiss dich! Von einer! Geh her, Oma! Soll ich ihm das kleinen Kopf stecken? Wurscht, weiß ich schon! 14 Liter. So, da will ich auch wieder mehr was. Zu teuer. Was heißt zu teuer? Ich mach nicht einmal die Preise. Ja. Alter, dann weiß ich nicht. Mach die Haxenbrat, wenn du nicht einmal Chips leisten kannst. Du komischer Eierkopf. Schau dir die an, Alter. Hast du zufällig eine Rolle bei The Ring gehabt oder was? Wow, that's quick. Ja, Alter. Du hörst ja auch Quack an, Alter. Du hörst ja noch Crack an. Ein bisschen schneller. Der nächste Wortschaftstanken. 14,4. Passt. Oh! Zu viel. Schleichte. Verpiss dich! Nächster! Ich muss bald wieder Benzin nachtanken. 20 Liter, Alter, jetzt kommen die Leute mit Geld.
Ach du Sch. Und mit dir, Alter, geh wieder zurück in dein Zimmer, Haberer, weil ich fürchte mich vor dir. Great. Heißt der Deppert. Ich brauch Personal, aber ich habe keinen Personalraum. Wo soll der sein? Ich schau gleich, warte kurz, ich mach den nur schnell. Da ist da, da ist da Ding drinnen. Ist Aggregat. Das ist einfach nur meine Räumlichkeiten, da ist einfach nur das Lager und da ist der Laden. Nein, ich habe da keinen Personalraum gesehen. Oder ich muss erst dann bauen. Könnte auch sein. Alter, was ist denn jetzt los, Alter? Bin ich zu günstig beim Benzin oder was? Die rennen mir da voll in die... Ich muss Benzin nachbestellen. Ich habe nur noch 50 Liter drin, der will wieder 18. Ja, ich kann nicht mehr laufen. Okay, jetzt weiß ich den Unterschied, aber da ist dann... Alter, ich habe kein Zimmer mehr. Verpiss dich, was soll ich denn machen? Lieferung, Tankstelle, da machst du wieder 200 oder so, da 255, ist ja wurscht, hauptsächlich ich habe einen Sprit. Boah, das ist echt brutal, wie es da zugeht. Schiff zum schneller tanken. L? Link, was? L? Schiff zum schneller tanken? Ah ja, hoppala, das war jetzt aber ein bisschen zu schnell. Geringer Kraftstoff, nehmen wir lang. Wie viel haben wir noch drin? 35 Liter. Schaut euch er mal, Alter, ein Delta Integrale. Schaut ihr den an? Lancia. Das ist ein Schmuckstück, meine Damen und Herren. Das ist nichts, was jeder daheim hat. Ja, so geht's tanken, dann da ein bisschen flauter. Ui, bin ich zufrieden. So, jetzt gehen wir mal ein paar Unlängen da drin. Alter, das Spiel macht echt Bock. Ich hab voll die Zeit übersehen, weil mir das Spiel, ehrlich gesagt, echt gerade voll taugt. Ich kann mir nicht helfen. Mir macht's echt Spaß. Super, ein Baum ist zwink. Haben wir wenigstens genug Farbe da, dass wir ein Zimmer ausmalen können? Ich glaube. Oder auch nicht, das ist mir wurscht. Die Farbeimer, was wir jetzt da haben, die brauchen wir jetzt auf. Fertig, egal. Ob es wieder ein bisschen bunt wird. Bewertung minus im Geschäft. Du kriegst gleich Tätschen, Alter, ich arbeite gerade. Motel. Ich komm schon. Da ist der Deppert. Irgendwer hat gehupt, da hinten, ja. Umfrage läuft, Leute. Habt ihr Bock oder nicht? Mir seid echt wurscht, mir macht das auch Spaß. Alle abstimmen? Ja, oha, aber es ist knappige Abstimmung. Stimmt's alle an, Leute? Wir können nicht beim nächsten Mal. Wir können morgen am Motel spielen, aber zuerst machen wir morgen das Mario Kart Turnier. Ich muss mal Alter, ich geh weg, der nächste bedankt dann. Du geile Butter, immer ab 18 Uhr, jeden Tag ab 18 bis 22 Uhr in etwa. 3 Liter? Ja, auf, ha? Nicht, dass du übernimmst. Wenn 3 Liter vor der Tankstelle, so wie normalerweise, scheiße ich da im Kopf, Alter. Na ehrlich, was ist denn da los? Ah, heute seid ihr nicht so Mario Kart fixiert, sehe ich gerade, aber da liegt ja Karotten. Irgendwer kommt ins Modell, will ein Zimmer und schmeißt eine Karotten auf den Boden. Ich kann es Karotten. Ja, was soll denn sonst sein, Alter? Nein, ich denke mal gerade rumschmeißt man Karotten auf den Boden. Naja, vielleicht weil es glauben, dass ich Hunger habe, kann ich es essen. Schaust du aus wie ein Kanickel oder was? Ist mir ja wurscht. Ich werde nie wieder. Mach mit Zimmer 1 einen Bonusumsatz, $25 oder mehr, bereite Zimmer 2 vor. Ihr macht's mir fertig, Geduld. Good job. Ja, weiß ich, danke. Der wird gleich erwurscht. Nehmen wir mal den Pinsel wieder.
Ja Leute, heute wird es anscheinend einmal kein Mario Kart, wie es ausschaut. Man, jeder wie er will, gell? Mir ist es egal. Wer hupt denn schon wieder? Ich werde nie mehr fertig. Muss man sich anmelden fürs Turnier morgen? Das ist Nintendo. Anscheinend kann jeder, der was, sie, was in Code eingibt, mitmachen. Ich glaube nicht, dass du dich anmelden musst. Thanks. Scheiß mir du ins Ohr, du Sau. Oha! Schau mal, Philipp. Der blubbert sogar. Ja, der zweite da. Oh, ich komm nie mehr, ich werde nie fertig. Habt ihr denn sein Asia-Board gesehen? Amazing. Amazing. Du geile Butterblume, du Schöne! Alter, was macht ihr da für einen Müll beim Vorbeigehen, ihr Schweine, Alter? Ja, ich komm schon. Alter, was da für Autos vorfahren? Oh, korrekt. Aber kein neues Modell. Moin, wie geht's denn heute so? Graf, gut, danke dir. Good job. Verpiss dich. Alter, da kommt ein Hot Rod. Okay. Alter, also aber die Autos haben sie da echt, oder? Für das, dass da gar nicht um Autos geht, haben sie sich echt Mühe gegeben. Weiter! Nächster! Schau wirklich! Und die Mama sitzt drinnen. 21 oder 24 Liter, das saufen meine Tankstelle an. Ich will das nächste Zimmer vorbereiten, oder? Ich muss die Tankstelle zusperren, ich komme zu nichts. Schau! Ey, Alter, kaum einer fertig, steht schon der nächste hinten. Ja, ja, ich komm schon. Thanks. Schleichte. Da wartet wieder. Ich habe noch kein zweites Zimmer. Was soll ich machen? Geh weg. Too bad. Ja, ich kann es nicht ändern. Ich kann mir kein Zimmer aus dem Arsch ziehen. Alter, das ist zu viel! Ohne Personal, da wirst du zum Schwammerl! In a heartbeat. Thank you. Schon wieder, der hat gerade, Alter, der ist aber einen starken Verbrauch, er ist schon wieder da. Das ist alles andere vorwärts. Awesome. So, ich werde jetzt gleich alles zusperren, nur damit ich mal es weitermachen kann, weil ich komme zu nichts da. Die ganze Zeit ist wer zum Tanken, jetzt kommen wieder die Leute einkaufen, ich werde nie fertig. Was tue ich denn, das ist falsch. Hä, da will ich nicht hin. Ich sollte einmal schlafen gehen, aber dazu komme ich sowieso gar nicht. Wow, jetzt sehe ich gleich gar nichts mehr, super. Ich sperre jetzt zu den Laden und gehe mal liegen, das hilft dir nichts. Bester Deppert. Ich habe alles abgedreht. Ich kann nichts dafür, wenn ihr alle da jetzt auf einmal herkommt. Ich muss einmal da das nächste Zimmer vorbereiten. Das riecht mir so richtig luxuriös jetzt ein. So war mir Gott helfe. Das wird jetzt richtig geil. So. Also, Lieferung. Wir brauchen Ausstattung. Betten. Was haben wir da? Zwei Betten oder 8 davon. Die Preise sind ja eh mehr wie human. Einmal. Bettlaken. Einmal. Decken. Nehmen wir. Kissen. Nehmen wir. Türen. Nehmen wir. Und nehmen wir. Deckenleuchten. Nicht so nobel.
Was da? Badewanne? Natürlich Luxus pur. Wobei, der ist schon da geil aus. Nehmen wir die. Dann Waschbecken. Da passt der eh genau. Handtücher. Ganz ein nobles Handtuch kriegst du. Rosa. Also wir haben noch Handtücher. Brauchen wir gar nicht. WC. Ui. Nehmen wir. Toilettenpapier. Natürlich Gold. Aber haben wir auch genug. Brauchen wir nicht. Heizgerät. Luxus pur. Nehm ich. Vorhänge. Brauchen wir auch einmal, oder? Was Geiles. Richtig geiler Vorhang. Komm her. Nehmen wir den da. Passt. Sitzflächen. Einen Stuhl für den Stuhlgang. Da ein schönes Sofa. Raumlicht. Brauchen wir nicht. Tische. Eins geht immer. Da für den Tisch hinzufügen. Ah, jetzt wird es schon langsam teuer. Arbeitsplätze brauchen wir nicht. Schränke, einen nehmen wir. Da. Schubladen brauchen wir nicht. Elektronik, oha, Air Conditioner brauchen wir auch nicht. Teppich, Halterung. Da brauchen wir einmal eine Klopapierhalterung hinzufügen, eine Handtuchhalterung hinzufügen. Bücher, Badezimmerartikel, Zubehör. Passt, wir haben alles. Warenkorb. Da brauchen wir jetzt natürlich das Riesengerät. Geht es aus? Aber sowas von. Bestellen. Warenkorb ist leer. So. Jetzt müssen wir mal ein bisschen da was umsetzen, weil wir kommen zu keinem Geld sonst. Ja, da sehe ich jetzt genau noch gar nichts. Machen wir da mal die Tankstelle auf. Der geht nämlich gut. So für einen Zusatzverdienst. Bis der kommt. Ja, man muss das halt ein bisschen geschehen. Ich weiß zwar noch immer nicht, wie das funktioniert. Ich kann noch mal schauen. So, da, solange noch kein Kunde kommt, schauen wir mal ganz kurz. Wie kann man das als Upgrades? Da haben wir es. Mitarbeiterraum, da ist es. Was kostet? Ja, genau. 500, war ja gar nicht so tragisch, aber jetzt ist es schon spät. Okay. Alter, da kannst du richtig fett upgraden, da. Elektronikraum. Werbung. Geschäft. Lager. Kraftstofflager. Modell und Zimmern kannst du alles umwerfen. Das kannst du komplett umwerfen. Voll gut, Leute. Also Münztelefon sogar. Ich kann euch echt eins bestätigen. Das Spiel hat seine Rezension verdient. Mehr Parkplätze, Münztelefone, Werbungen, Busparkplatz. Also alles miteinander. Da Werbung kann ich auch schalten, aber da brauche ich jetzt wahre Beliebtheit. Autohändler. Ich kann mir Autos auch kaufen und die Sachen selber holen, oder was? Coole Scheiße. Räume. Lieferung, Haupt, ja, ist echt nicht schlecht. Das macht Bock, das Spiel. Oh, da kommt schon der erste Hotte Rotte und möchte von mir gedankte werden. Ja, irgendwann muss ich ein bisschen Geld verdienen. Dann lassen wir da mal die Tankstelle rennen, damit bis der kommt. Ja, komm her da. Der Hund hat einen Tanker, der braucht mal richtig Sprit. Kann ich den Preis nicht selber ein bisschen beeinflussen? Wahrscheinlich nicht. Hoppala. Ich will da drin einmal fertig streichen. Wie schaut es denn da jetzt da aus eigentlich? Kann ich da was beeinflussen? Nein. Bewertungen, nur Bus zurücksetzen. Ah, Modellname. Passt. Speichern. Also Modellname, Lokal hat ab jetzt geöffnet, damit man gleich weiß, um was es geht. Ihr könntet hier ist nichts, ist egal, ist ja nichts sauber, diese Herpes aus jeder Wand und Ecke. Du kannst dich gut vögeln und günstig, aber mehr nichts zu erwarten. Gut. Gut, diese. Ja, hallo, man muss schon. Ich komm schon. Ah, die Lieferung ist da. Ah, sehr gut. So, und wie ich es halt von UPS gewohnt bin. Was tue ich jetzt da gerade? Schlafen im LKW drin? Ich schlafe im LKW. Ja. Warte, ich muss die Lieferung bearbeiten, das hilft nicht. Aber eins muss ich sagen, das Bett ist erstens einmal nicht schwer und zweitens einmal das erste Brühe, gell? Ja, die Bootwagen erst. Kostisch! Die Tieren. Na, die fliegen nicht so gut. Wenn man wieder. Jawohl! Heizkörper. Ja, oder der fliegt. Ja, sicher. Jetzt stell dir vor, du bist ja im Weg. Vorhängen.
Jetzt brauche ich sicher Vorhängestangen auch noch, okay, aber auf das habe ich nicht. Die Couch mit Polster, die. Oh, Alter! Die kann fliegen, Alter! Da war ein bisschen was, da oben ist, sehr gut, passt, da haben wir auch noch was, flieg. Die Deckenleuchten sind ja nicht empfindlich. Waschbecken aus Porzellan. Und der Kasten, ganz wichtig. Jawohl, und die Tier muss ein bisschen weiter um, da ist da ein bisschen viel platziert. Ich muss erst fertig machen da drüben. Die wollen schon danken, Entschuldigung. Sir Wolf, danke für die 400 Bittis, Liebe geht raus. Ich muss gleich wieder Benzin nachfüllen. Aber das Spiel selber muss ich echt sagen, also ja, Philipp, das kann ich sogar dir empfehlen, es macht echt Bock. Ich meine, Mitarbeiter waren teilweise nicht so schlecht, weil sonst kannst du nicht alles auf einmal bedienen, aber bin zufrieden. Und mit irgendwas macht man auch so gut, so. Danke, fahr weiter. So, die Lampen sollte ich vielleicht montieren, dass ich einmal Licht da drin habe, damit ich das überhaupt einmal fertig kriege. Wo bin ich da überall hingeschossen? Ah, da sind sie, schau. Muss ich schon sagen, also ich gebe schon auch echt Acht drauf, dass das alles Hand und Fuß hat da. Perfekt. Dass man was sieht, sonst kann ich nicht fertig machen da drin. So, was ist der zweite da? Das Zimmer ist jetzt eigentlich schon fast luxuriös. Ich muss nur noch Fernseher und so auch mal einkaufen, aber jetzt muss ich wieder mal Geld verdienen. Muss jetzt noch mal aus- und einschalten, was? Ja, genau. Passt super. Die 1000 da, die können wir eigentlich auch gleich stüpfeln. Und dann holen wir noch alles, was wir noch brauchen, weil sonst da fahre ich da noch 10 mal hin und her. Du kannst dich da eigentlich schon verpissen, Alter. Der Lastwagen ist leer, aber er fährt nicht, bevor ich nicht sage, dass er fahren soll. Wir brauchen noch Farbe. Da, die schwarzen Fliesen schon gut aus. Den nehmen wir fürs Boot. Boden noch. Und fürs Boot pinke Farbe. Und für die Decken nehmen wir auch noch eine Farbe. Blau, sehr wurscht. Das wird jetzt wohl reichen. Dass wir fertig machen da drüben. Geh weg. Dann können wir das einrichten und dann haben wir schon zwei Bettzimmer. Was willst du mehr? So. Ich glaube, Fliesen haben wir sogar zu viel mitgenommen. Ich habe da vorher nur das eine Backel aufgebracht, im Endeffekt. Ja, das schaut schon auf jeden Fall besser aus als die roten. So, Farbe. Ja, das ist nicht für die Farbe da. Farbe! Farbe! Wo ist Farbe? Da. Wo ist rosa? Fürs Bad? Da. Sehr schön. Rosa, weiße Bad. Gewagt, aber hübsch, hätte ich gesagt. Oder? Also, auf jeden Fall nicht so ein Chaos wie drüben. Rosa. Nein, rosa habe ich gesagt. Jetzt habe ich gerade umsonst Farbe aufgebracht. Aber ich glaube, ich brauche Vorhangstangen, damit ich die Vorhänge montieren kann. Kann das sein? Rosa. War jetzt da? Da. Und blau. Ja, nehmen wir da ein bisschen rosa. Schade um die Farbe. So, und nochmal blau. Es ist wunderschön da, was ich immer mehr sehe, wenn ich manchmal am Sonntag ins Motelhäusl einziehe. So, der will dankt werden, hopp, 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 der braucht dann Dank. Sonst ist er fort. Oh, Scheiße, das wird eng. Wie viel will er?
I'm not staying forever. Ja, das war knappig, aber hat noch gezählt. So. Ich muss bald einen Sprit noch bestellen. Jetzt gehen wir da mal einrichten, was halt geht. Jetzt da, leg dich doch nicht mitten am Parkplatz aufs Bett, du faule Sau. So. Ist doch geil. Also das Bett schaut echt gut aus. Muss ich wahrscheinlich zweimal Bettdecken und so kaufen, wenn es ein Doppelbett ist, gell? So weit habe ich wieder nicht mitgedacht. Kosten? So gleich? Okay. Passt da? Waschbecken. Das ist Bodenwand da. Couch, damit das sitzen kann. Was ist denn das? Die Decken oder ist das das Bettlaken? Das ist glaube ich die Decken, oder? Ja, den muss ich noch eine kaufen. Für zwei Bett brauche ich auch zwei Decken. Das ist ja fast echt schon luxuriös, was ich da einrichte. Huh, das passt sogar ideal zu den Fliesen. Heizkörper passt auch räumlich. Da der Couchtisch, ganz wichtig. Für alles, was du ins Zimmer einstößt, kriegst extra Knädel oder kannst extra Knädel verlangen. Deswegen ist es gut, wenn man einfach so, ja, kleine nebenbei so das Klo schaut. Das Klo passt da ideal ein in das Boot tatsächlich. Schau. Da wird sogar ich drauf. Aber ich habe das falsche Waschbecken in dem Fall genommen. So, die Vorhänge werden wir jetzt wahrscheinlich nicht viel bringen, weil dafür werde ich sicher Vorhangstangen brauchen. Ah, da sind Vorhangstangen. Ah, passt da. Hätte ich zwei gebraucht. Ah, Hauptsache halt irgendwas. So, Polster. Ich brauche Bettlaken. Ich glaube, ich auch noch eins, weil ich glaube, das wird auch nicht reichen. Das muss man ja immer wissen. Ja, genau. Wir brauchen noch mehr Bettlaken und wir brauchen noch mehr Bettdecken. Was ist denn? Have a nice day. Ah, was willst du denn immer deppert da? Was suchen denn der Kieferer bei mir die ganze Zeit? Lieferung, Ausstattung, Kissen. Wo ist das denn? Das war das. Einmal Decken. Einmal. Und Bettlaken. Passt. So. Ist irgendwer bei der Tankstelle, oder? Nö. Sehr gut. Noch die Klohalterung. So, jetzt muss ich da auch gleich das Zeug mitnehmen zum Waschen. Schnauze. Also. Boah, die Decken schaut aus. Das Zimmer schaut aus, Alter. Der hat da einfach einen Baum geschissen, einen Wassermelonstickel. Alter, ich zähl die auch, wenn ich die sehe, aber. Ich zähl die auch, wenn ich die sehe, das verspreche ich dir. Die Waschmaschine starten, die kann auch immer nur drei Sachen waschen. Was sind das für Waschmaschinen? Du kriegst genau ein Bettdecken, ein Handtuch und ein Bettlaken rein und dann ist sie voll. Ich komm schon, 40 Sekunden. Ja, ich bin schon da. Das wird eng, 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 das wird eng. Schneller! Das geht sich nicht aus. This is taking too long. That'll do. Verpiss dich. Geringer Kraftstoff, auch nur noch 49 Liter. 4 Liter, wow. That was fast. Verpiss dich! That'll do. Ich muss wieder Sprit bestellen. Heieiei, da geht's zu, Leute. Oha, 10 vor 10, Leute. Ich meine, ich liebe euch, gell, wenn ihr einen Hype-Train starten wollt, bin ich euch sehr verbunden. Aber ich kann euch natürlich nicht dazu nötigen. Tankstelle 100, 95, da. Passt, jetzt haben wir noch $2,77. Jawohl, alles richtig gemacht. So, die Tier hätte ich für außen genommen, wenn ich es einmal in die Hand kriege, danke. Und die dann fürs Klo.
Ja, kannst rechnen, wenn du das Zimmer so einigermaßen hübsch haben willst, so wenn du 1300 investierst, hast du ein Top-Zimmer. So, das haben wir jetzt einmal alles. Dann, irgendwas war noch. Was wollte ich noch? Irgendwas wollte ich gerade noch. Was wollte ich gerade? Was wollte ich gerade? Also, genau. Handtuch. Also, der Handtuchhalter, wo ist denn der? Habe ich auch einen gekauft gehabt. Ja, das kommt davon, wenn man die Sachen so um einen umschmeißt, oder habe ich ihn gar nicht ausgerammt. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen bitter, aber ich habe ihn schon einbildet, dass ich ihn rausgeholt habe. Vielleicht war es da auch noch eine Einbildung. Ja, wurscht, der Nick hat das Handtuch dort am Baum, ist mir doch scheißegal. Fürs teure Zimmer nehmen wir ein Handtuch halt daher, fertig. Das Handtuch taugt mir. Der Stand von noch Sachen im Lieferwagen sind, du hast aber trotzdem weggeschickt. Ach, wie das sagst du mir jetzt da, super. Leute, Hype Train geht, gell? Ich wollte es nur gesagt haben. Sonst ist es gleich einmal vorbei. Er überließ es gekommen. Ja, ist es so machen. Also in 7 Minuten, okay, sorry, mein Fehler. So knapp zu wie? Geil. So, der ist auch da. Perfekt, decken. Ich weiß zwar nicht, warum die teuerste Bettwäsche ausschaut, als hätte die Oma in die 60er Jahre gekauft, aber ja. Muss man nicht hinterfragen, muss man nur akzeptieren. Ne? Das ist die teuerste Bettwäsche, was ich da habe, Philipp. Das ist die teuerste Bettwäsche. Wer tut sich sowas freiwillig auf sein Bett? Ja, es gibt anscheinend Leute. So fertig hast du in der Batterie gar nicht sein, dass du das freiwillig ins Bett tust, aber ja. So, dann öffnen wir heute halt einmal wieder das Motel. Wir brauchen nämlich auch Geld, denn ohne Moos nichts los. Ne? Um weiter auszubauen, brauchen wir mehr Knödel. Also, ich muss noch die. Die Waschmaschine muss ich noch ausrahmen. So. Einmal. Zweimal. Und einmal. Siehst du, so macht man das. Ist ja Pippi fein. Bitte, was willst du mehr? Falls immer eins liegt, noch was Goldenes. Das ist eine Karotte. Aber gut. So. Hand durch. Also, habe ich jetzt nicht mehr. Okay, da. Fertig. Ist ja wurscht. Bettlaken. Wo habe ich die Decken hingeschmissen jetzt? Da. Perfekt. So. Wo ist eigentlich der Booster? Achso, der liegt da ein bisschen. So kein Bett. Schnauze. So, was darf es sein? 72 Stunden, eine Person, hier ist dein Zimmerschlüssel. Dieses Zimmer ist nicht bereit, gemietet zu... Warum? Also, Klopapier. Warte, ich schau mal kurz, sorry. Ganz wichtig, Scheißpapier ist... Also, ohne Papier kannst du kein Zimmer hergeben, da, vor allem wenn es an der Decke umhängt. So, haben wir es jetzt da? Thanks! Ja, bin ich voll bei dir, wo die Dudel geht daher, das wird es kein Morgen mehr geben. So. Ja, ich komm schon. Revage, danke für den Provokationsbett. Erster Platz, oder was?
18 Liter. Komm, 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 komm. Bam, bam, badabam, bam. Hoppala. 15 Liter. Ui, den habe ich jetzt aber ein wenig gerade. Too bad. Too bad, ja, du Armer, hast ein bisschen mehr gekriegt, wie was du haben wolltest. Das geht gleich der nächste. Angehen, Nachricht lesen. Ich finde Hellcat minderwertig. Komm, beiß an, Virus. Das ist aber keine angebinde Nachricht. Ob ich morgen früher start? Ja, eine Viertelstunde vielleicht. Leute. Weil um 18 Uhr fangen wir das Turnier an. Aber es ist halt auch so, wenn ich gleich in der ersten Runde rausfliege, ist es vorbei. Sonst hätte es bis 20 Uhr dauern, ne? Thanks. Das waren 3 Liter Zwing. Nein, zu viel, oder? Er hat 15 Liter bestellt und ich habe 18 reingeblasen, oder ne? War zu wenig, echt? Drüben wartet wer von Zimmer, da zwei, da. That is what I was looking for. Verpiss dich. Nein, Alter, jetzt wartet ihr mal, das ist nicht normal. Hub mich noch mal an, deppert er und ich stich da echt am Botschen. Der will jetzt da seine Puppen schnackseln da bei mir im Zimmer, warum nicht? Nein, war mir klar. Ja, was ist denn? Zimmer 2. 48 Stunden. Gesamtbonus 78, 318 Zahlungen. Awesome. Sehr schön. Alter, und bitte, ich will nachher keine sinnlosen Flecken wegwischen müssen, gell? Seine Depper da oder halt's zurück. Wenn ich irgendwo einen Fleck da, ich schieß da auf dein Auto, du Wollte ich nur gesagt haben. Lex, geh selber in den. Nächster Hype Train geht auf deinen Nacken. In. Jetzt. Jetzt geht er, Leute. Auf Ehrenbasis. Wer mich supporten möchte, so. Na, aber Alter, jetzt geht der Verdienst da schon relativ gut dahin. In 2 Minuten? Ja, ich hol mir dann schon Personal, stresst's mich nicht. Ich hätte gerne das dritte Zimmer vorher noch fertig gemacht, oder? Ma, Alter, jetzt kommen sie nach der Reihe, tu weiter! Die Leute rennen, Alter, das ist gleich wieder leer. Aber ich sag einmal, ich würde halt gerne die Preise ein bisschen selber bestimmen können. 1,30 ist schon günstig. Ist das Spezialdiesel oder was? Ich meine, man kann mit 4. Schau dir das an, Alter, das saufen mit der Arm. In a heartbeat. Verpiss dich. So, dir da drüben kann ich jetzt auch nicht viel helfen, weil der will jetzt ein Zimmer, aber ich habe schon wieder keins mehr. Es tut mir echt sorry, was soll ich machen? Ich kann mir keine Zimmer aus dem A ziehen. Oha. Du kannst aber gern mit mir in meinem Bett schlafen, Pikachu. Verpiss dich, Alter. Geh Pokémon f***. Really? Ja, really. Und schaut's denn da drin? Ach du Ja, gut, geworfen, muss ich sagen. Ein Zwei-Bettzimmer reicht eigentlich. Wir brauchen jetzt nicht so viel Zwei-Bettzimmer, weil es ist nicht immer ein Motel. Geht doch. So, Boden. Schnauze. Fließen. Ich bin ja froh, wenn ich die Sachen mal aufbrauchen kann. Das Motel bringt halt, ich meine, zeitmäßig jetzt nicht unbedingt mehr wie die Tankstelle, aber
Wir schon wieder mal tanken. Ja, sicher, da steigen jetzt schon wieder an bis hinter der Tupfing. Ich kann gleich wieder Diesel bestellen. Das ist ein Wahnsinn, was die Tankstelle ab und zu ist gar keiner da und dann geht's wieder ab als wir. That is awesome. Revenge, danke für 100 Bits. So Leute, jetzt noch einer und dann startet er. Was geht denn in den Mini Cooper rein, Alter? Wahrscheinlich kann ich reinpissen, ist wahrscheinlich gescheiter. 7 Liter, wow. Dann übernimm die nicht. Jetzt hört sich ja fast aus, die zum Tanken. So, schleich dich. So, was nehmen wir noch mit? Baum brauchen wir wieder drüben. Joel, wie geht's mir heute? Mir geht's gut, wie geht's dir? Pommes, danke für dein Ha-Ha-Ha-Sub. Liebe geht raus und der Hype-Train geht los. So, Revenge. Erster Platz, oder? So, in was für einer Farbe streichen wir jetzt das letzte Zimmer? Orange, hätte ich gesagt. Ich hätte gesagt, das Zimmer selber orange und das Bad, hätte ich gesagt. Ja, was ich halt hab. Orange und rot. Nein, blau. Weiß ich nicht, was sagt ihr? Rosa, oder? Sehe ich ja, rosa. Danke, Candylight, für die 100 Biddies. Liebe geht raus. Wenn der Hype schon vorbei ist, Leute, ihr wisst das eh. Ihr wisst es ja eh. So, jetzt ist der fast schon ein bisschen finster zum Streichen. Jetzt, wo ist der Baum? Wo habe ich den hingeschossen? Jetzt da hinten passt. Den machen wir noch fertig. Dann müssen wir eh fast schlafen, gell? Alles anschalten. Da machen wir ein bisschen so ein Luxus-Einbettzimmer, aber dafür brauche ich noch ein paar Euronen mehr. Was ist das da? Leer? Jetzt habe ich gerade um ein Ding zu wenig bauen. Ich wollte es mir jetzt schön, oder? Ja, Alter, dann fließe ich, da ist es mir scheißegal. Da, so. Ist ja scheißegal, ob da jetzt ein paar Fliesen drin sind, Gottes Willen. So, Geduld ist mir scheißegal, ob du Geduld hast. Ich mache da jetzt dicht. Gute Nacht. Du kannst steif, bis du die Scheiße bis du Wurzeln schlagst. Dann starten wir wieder die Tankstelle ein. Das Motel muss nicht einmal geschlossen bleiben und mehr wie das geht momentan nicht. Ich will das dritte Zimmer fertig haben und dann gehen wir ausbauen. Sie sitzt im Bett. Und was dann da jetzt war? Weil da will zwei solche Feigl auf einer Vogelstange und stehen und deppert da und schauen in die Luft. Zimmer vermieten, zwei, bediene 10 Geschäftskunden. Ich muss also das Geschäftsding auch wieder aufsperren. Ja, machen wir halt. Dann haben wir ja ein bisschen Ware. Schnauze, komm eh schon. Ja, schnelle Geld mache ich tatsächlich mit der Tanke. Thanks. Aber weiter. Das Bad haben wir gesagt, machen wir rosa, den Rest machen wir orange. Eine Ewigkeit später. Passt, kann man schon mal so losen. Sollte ich noch ein paar Euronen Umsatz machen, damit ich das Zimmer, jetzt will ich ein richtiges High-End-Luxus-Zimmer machen. 2 Minuten 40 noch. Also ich glaube, das High-End-Luxus-Zimmer werden wir heute nicht mehr schaffen. Weil ich glaube, jetzt ist der Hype-Train Maximal-Level erreicht. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch was kommt, aber Liebe geht raus. Ausstattung, Betten. Was ist denn das schönste Einzimmerbett? Ich glaube, da ist da Double-Bed. Double-Bed, also zwei. Double ist ja zwar, der ist da. Okay. Nehmen wir. Dann Bettlaken. Also der ist schon echt sch. Also kann man nicht helfen. Was geht denn bis 15? Da, das schaut gut aus. Nehmen wir dazu. Decken, haben wir das auch so in schon schwarz da. Bonus 0, 2. 2 Dollar. Dann nehmen wir das, das schaut auch witzig aus. Dann Kissen, haben wir das auch so ein bisschen so in schwärzlich. Ich glaube da. Machen wir auch. Einmal Day und einmal fürs Boot Day. Deckenleuchten, nehmen wir auch Scheine. Was bringen für 6 Dollar, 7,50 Dollar bringen die, dann nehmen wir da zwei. Badewanne, natürlich. Das schaut ja geil aus. 4 Dollar, 6 Dollar, ja, dann nehme ich aber da lieber die. Waschbecken, auch in schwarz in diesmal. Oh, wobei, ja, ist wurscht. Handtücher, auch in schwarz, nehmen wir mal dazu. WC, schwarz. Toilettenpapier, haben wir noch. Heizgerät, dunkel, nehmen wir auch. Was brauche ich noch? Auch nicht zum Schlafen, haben wir alles, gell? Halterungen, ja, Papierhalterung.
dein Gemälder zu nehmen. Geht es noch aus? Ich glaube, ja. Sehr schön. Good job. Ja, weiß ich. Was soll man da an dem Job auch nicht gut machen? Ich meine, hallo, ich muss das scheiß Zopfding in dein Arschloch stecken und abspringen. Thanks a bunch. Schlechte. Hat irgendwer ausgecheckt schon bei mir? Nein. Die sind noch immer da. Jetzt warten wir auf den Lastwagen. Also das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen bemängeln muss, ist, dass ich die Spritpreise gar nicht umstellen kann. Weil ich halt einfach 1,30 ist halt echt nicht viel, wenn ich einen Sprit für 1 Dollar kaufe. Oh, abgeschlossen. Belohnung. Ich soll halt dann gleich als nächstes noch bestellen, oder schauen. Was geht denn eigentlich no-so? Jetzt kann ich überhaupt 2 Sachen auf einmal bestellen, wahrscheinlich erst, wenn der zurück ist. Aber Ausstattung, mich würde es jetzt interessieren. Wir waren jetzt da bei Raumleuchten. Tische. Arbeitsplatz. Brauchen wir nicht. Schränke. Was haben wir da eigentlich? Der schaut da geil aus. Schubladen. Warum nicht? Elektronik. Haben wir einen Fernseher? Müssen wir ja sicher haben einen Fernseher. Teppich. Könnte man auch annehmen, gell? Ich glaube, wir warten ein bisschen bevor. Da will jetzt wer auschecken. Okay. Thanks. Ja, danke. Jetzt kann ich die ganze Scheiße für euch zusammenräumen. Ach, du Scheiße. Bist du deppert, da schaut's aus. Geh weg. Die arme Waschmaschine. So, Handtuch her. Das ist der Schatten und der Flakte für euch. So, die Sachen einmal umbringen zur Waschmaschine, dass wir einmal die erste FU einschalten können. Mustang, danke für 1000 Bits. Das ist 1 Minute 40. Also, es würde mich echt wundern. Jetzt können wir gleich das Zimmer einrichten, aber zuerst muss ich da die Waschmaschine einmal langsam vollfüllen. Das gehört so. Jeder, der was jetzt fragt, warum, das ist so. Das macht man so. So rammt man heutzutage einen Lostwagen aus. So, 40 Sekunden, Leute. Es war mir wirklich eine Ehre, aber ich glaube, jetzt war's es. Liebe geht raus. Danke für euren Support, Leute. Und ich feiere das Spiel echt. Ich weiß, ich war jetzt teilweise schon ein bisschen konzentrierter, wie es gewohnt seid. Was soll man machen? Aber es ist halt auch echt viel los. Aber ihr seid der Wahnsinn, wirklich. Danke, 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 danke. Ich liebe euch und ich glaube, das Spiel werden wir noch öfters sehr intensiv spielen. Hands up, then we gonna drop. Then we gonna drop.